Wie man ein wirklich leckeres, zuckerfreies Eis zubereiten kann, das zeige ich euch jetzt. Was ihr braucht, sind zwei leckere Bananen. Achtet darauf, dass die Bananen nicht zu grün sind, dass die aber auch nicht zu dunkel sind, weil wenn die zu braun sind, haben die auch schon wieder an Süße verloren. Und dann erstmal die Banane schälen. Dunkle Stellen schneide ich raus. Erstmal probieren. Und dann schneiden wir die Banane einfach in Stücke. Dann nehmen wir einfach einen Teller und darauf lege ich hier so eine kleine Folie, weil die Bananen sonst am Teller kleben bleiben, und die Bananenscheiben dann einfach verteilen. Und das stelle ich jetzt ins Gefrierfach, bis die Bananen richtig durchgefroren sind. Ich habe jetzt hier schon Bananen tiefgefroren und die kann ich jetzt direkt verarbeiten. Und das fülle ich mir in den Mixer. Ich habe hier zwei Bananen eingefüllt und pro Banane kommt jetzt ein Teelöffel Backkakao. Einfach oben drauf. Deckel drauf und anschmeißen. So, zwischendurch umrühren. Und dann könnt ihr mal schauen, ob euch das genug Kakao ist oder ob ihr es lieber kakaoiger mögt. Und schon ist das Eis fertig. Boah, super lecker. Und schon ist das Eis fertig. Lasst es euch schmecken. Wow, Hammer. Testet einfach, wie viel Kakao ihr darin mögt. Und vor allem achtet darauf, dass ihr keine grünen Bananen nehmt, sondern dass die Banane schon eine Süße hat. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr mein Video liked, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Bis zum nächsten Mal.